Hey Mann, jeden ist es schon mal so ergangen. Du siehst eine schöne Frau auf der Straße und denkst dir einfach nur, wow, die würde ich gerne kennenlernen. Nur um dann beim genaueren drüber nachdenken festzustellen, dass es vielleicht keine so gute Idee ist. Wann du sie trotzdem ansprechen solltest und wann du besser die Finger von ihr lässt, das erfährst du in diesem Video. Hey, was geht ab? Hier ist der Sven von Männlichkeitsstärken und im Konkreten geht es um fünf Cluster von Gründen. Denn Gründe wie, oh, gerade sitzt meine Frisur nicht, ich sollte mal endlich abnehmen, die hat auch bestimmt einen Freund, die lassen sich in bestimmte Kategorien einordnen. Und um diese Kategorien geht es hier, um diese Frage einschätzen zu können. Grund Nummer eins ist, das geht doch nicht. Oder allerhand an Variationen, die da einem in den Kopf kommen, von wegen, das ist doch nicht erlaubt, das funktioniert doch eh nicht auf der Straße und so weiter und so fort. Und im Prinzip gibt es zwei Typen von Männern. Die einen Männer, die glauben das. Die, so wie immer, wie jeder Glaubenssatz, wie jede Vermutung über die Gesellschaft, die sagen sich, ja, das wird schon seine Richtigkeit haben. Und es gibt die anderen Männer, die stellen das in Frage. Und die Männer, die das in Frage stellen und es einfach mal ausprobieren und zu schauen, was passiert, auch vielleicht, weil sie mich oder andere hier auf YouTube sprechen gehört haben oder weil sie es vielleicht auch sogar live gesehen haben oder weil sie es im Video gesehen haben, dass das tatsächlich möglich ist, die probieren sich aus. Und die werden auf genau zwei Typen von Frauen treffen. Die einen Typen von Frauen, die das überhaupt nicht mögen. Und die anderen Frauen, die sagen so, wow, danke, boah, du bist ja voll mutig. Und natürlich gibt es zwischen diesen Frauen Grauzone, also eine ganze Variation, es ist eine Polarität. Aber das Wichtige ist, das ist vollkommen unterschiedlich. Es gibt Frauen, die jubeln dir zu, die sagen, oh, voll geil, die sagen dann so, lass uns Nummern tauschen oder ich habe leider einen Freund, aber mach das unbedingt weiter. Ja, die geben dir richtig viel Zuspruch dafür. Und die anderen Frauen, die sind verunsichert, die fühlen sich irgendwie, dass du ihnen auf den Schlips trittst, die denken so, was soll denn das für ein Blödsinn? Und hier ist es relativ einfach. In dem Moment, wo ich mitbekomme, dass eine Frau, dass es für eine Frau unangenehm ist, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder sie ist total schüchtern, weil das ist eine ganz schön krasse Situation. Ja? Stell dir mal vor, du bist als Frau einfach auf der Straße unterwegs, du bist gerade einkaufen gehen, bist gerade auf dem Weg von der Arbeit nach Hause oder andersherum. Und dann kommt jemand aus dem Nichts heraus, also mehr oder weniger aus dem Nichts heraus, und sagt so, hi, ich finde dich interessant, ich finde dich attraktiv. Das ist natürlich erstmal so, was geht hier ab? Und viele Frauen sind damit auch überfordert. Und da, zum Anfang, das ist auch vollkommen normal. Und dann kann es einfach sein, dass er einfach nur schüchtern ist, aber es eigentlich sehr, sehr schön findet oder dass sie wirklich einfach keinen Bock drauf hat. Und was du einfach machen kannst, das habe ich tatsächlich erst gestern gemacht, kannst nachfragen. Hey, bist du einfach nur schüchtern oder ist es dir unangenehm? Und wenn die Frau sagt, es ist ihr unangenehm, dann sage ich, alles klar, nimm es einfach nur als Kompliment. Vielen Dank. Im Großen und Ganzen darfst du aber diesen Fragen, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt, im Sinne von, solange es rechtlich erlaubt ist, da ein großes Fragezeichen dransetzen. Weil ganz häufig sind wir mit sozialen Programmierungen übersät an Glaubenssätzen, die unser Leben einengen. Unter anderem auch dein Flirtleben, dein Sexleben, dein Beziehungsleben. Und dieses, das geht doch nicht, das kann doch nicht klappen, eine Frau auf der Straße anzusprechen, ist einer davon. Grund Nummer zwei, sie will das nicht. Oder auch hier wieder allerhand an Variationen von Annahmen über die Frau im Sinne von, ja, die steht nicht auf Männer wie mich. Die hat bestimmt einen Freund, die ist gerade ganz eilig unterwegs. Und ja, da kann was dran sein. Ja, unsere Wahrnehmung für andere Menschen, für die Mimik, Gestik, da steckt schon was dahinter. Wenn eine Frau gerade wild einer S-Bahn hinterher rennt, um die unbedingt noch zu bekommen, die will wahrscheinlich nicht, dass du so Hi machst. Aber ganz häufig, und das habe ich bei mir auch ganz gut festgestellt, allein dieser Gedanke, sie hat bestimmt einen Freund. Die ist so schön, die hat bestimmt einen Freund. Ich war mal mit einem guten Kumpel von mir unterwegs, habe diesen Gedanken leider ausgesprochen und mein Kumpel neben mir fängt einfach nur an zu lachen, haut mir auf die Schulter und sagt zu mir, sag mal, Sven, willst du dieser Ausrede wirklich glauben? Geh doch einfach rüber. Und sie hatte keinen Freund. Und sie hat sich gefreut, dass ich sie angesprochen habe. Und so ist das halt mit unseren Ausreden. Die sind manchmal, in dem Moment fühlen sie sich total real an. Aber wenn man sie mal hinterfragt und gerade sämtliche Annahmen über die Frau, alles, was sie angeblich will oder nicht will, ohne dass du vorher mit ihr darüber gesprochen hast,
ist Hirngewichserei. Und in diesem Sinne, mich interessiert auch noch eine ganz, ganz wichtige Sache. Nämlich, was sind denn deine Ausreden? Was sind denn deine Hirnwichsereien, die dich einfach vielleicht auch mal übermannen, wenn du eine schöne Frau auf der Straße siehst? Schreib die mir mal runter in die Kommentare. Ich mache nämlich in der nächsten Zeit einige Videos, wo ich dann Sachen aufgreifen möchte, die ihr mir unten hineinschreibt. Grund Nummer 3. Sie ist zu. Und jetzt kannst du nehmen, was du möchtest. Sie ist zu alt, sie ist zu jung, sie ist zu dick, sie ist zu dünn, sie ist zu aufgebrezelt, zu wenig aufgebrezelt, sie ist zu groß, sie ist zu klein. Also all diese Gedanken, die darüber kommen, so sie ist zu. Und das kannst du auch wieder in zwei Kategorien clustern sozusagen. Das eine ist das, was wir davor besprochen haben. Nämlich, sie ist zu jung und steht nicht auf ältere Männer. Sie ist zu sportlich und steht nicht auf so unsportliche Louis wie mich. Das sind wieder eine ganze Reihe an Annahmen über die Frauen, wo du einfach wirklich, und da bin ich ganz, ganz ehrlich, keinen blassen Schimmer hast. Ja, das sind immer so diese Gedanken, die machen wir uns gerne, auch gerade wenn man ein bisschen älter ist, sagt man sich so, ja, mit 40, da kann man auch keine 25-Jährige ansprechen. Und wenn man dann 40-jährigen Männern hilft, dabei mal ein bisschen lockerer zu werden, Frauen auf der Straße anzusprechen, dann bekommt man mit, dass viele Frauen durchaus Lust auf einen älteren Mann haben, weil sie ja nur von 25-jährigen Männern umgeben sind, die ihnen Avancen machen und vielleicht mal jemanden haben möchten, der mehr Erfahrung hat. So, das ist aber wieder eine Annahme über die Frau. Das andere sind interne Abwehrstrategien. Sowas wie, sie ist zu dick und deswegen will ich sie nicht. Oder sie ist zu hübsch und ich mag nicht aufgebrezelte Ghetto-Frauen, was auch immer. Oder sie ist zu X, Y, Z. Und das ist überhaupt kein Problem. Ja, wir gehen durch die Welt und finden einfach bestimmte Frauen attraktiver als andere. Das ist normal. Interessant wird es dann, wenn das dein Standard ist, um nicht in die Aktion zu kommen. Das heißt, wenn ich mal wieder dieses Beispiel nehme, du hast schon 500 Frauen in deinem Leben angesprochen und sagst so, ey, alles klar, ab jetzt konzentriere ich mich nur noch auf die Frauen, die ich wirklich heiß finde. Dann sage ich, hey Mann, alles gut, geil, du hast verstanden, worum es geht. Doch viel zu häufig ist es so, dass wir das als Männer benutzen, so, wo ist der Fehler bei der Frau? Warum muss ich oder kann ich gerade sie nicht ansprechen? Ah ja, ihr Popo ist ein bisschen zu dick. Oder sie guckt mich ein bisschen komisch an. Oder wir suchen irgendetwas, um unsere Ausreden daran zu heften, um nicht in die Aktion zu kommen. Um nicht die Möglichkeit auf einem Ja, lass uns Nummern tauschen, zu bekommen. Weil das Nein hast du schon. Und das Nein ist natürlich eine sichere Sache. Also das unausgesprochene Nein. Ja, du kannst in deiner Komfortzone bleiben und alles ist schön und gut. Aber wenn du die Möglichkeit eingehst, die Gefahr in Anführungsstrichen eingehst, ein Ja zu bekommen, dann wirst du mitbekommen, wie schön Frauen sein können, wenn sie mal nicht ganz in dein enges Raster passen. Und du wirst vielleicht mitbekommen, wie dein enges Raster einfach nur ein guter Mechanismus ist, weiterhin keinen Kontakt zu Frauen zu haben. Grund Nummer 4. Ich bin gerade zu schlecht angezogen, zu dick, zu hastig unterwegs, ich habe gerade keine Zeit. Allerhand an Dingen, die im Prinzip dir suggerieren wollen, ich würde sie ja ansprechen, aber ich muss vorher noch irgendetwas Bestimmtes tun. Das ist nämlich die Kehrtwende davon, von diesem Satz. Nämlich dieses, ich würde ja Frauen ansprechen, wenn ich vorher noch ein bisschen sozial fitter werde oder wenn ich vorher sportlicher geworden bin oder wenn ich mir vorher erstmal eine gute Kleidung besorgt habe. Und ja, da stecken rationale Themen mit dran, durchaus sinnvolle Sachen, wie kleide dich halt gut, wenn du auf die Straße gehst, wie wasche die Haare, hab mal ein Kaugummi dabei. Das sind gute Punkte, die dir helfen, mehr Erfolg beim Ansprechen auf der Straße zu haben, ohne Frage. Aber wenn du dir manchmal vorstellst und wenn ich mich manchmal zurückerinnere, in was für Jogginghosen mit einem Turnbeutel in der Hand, der echt nicht stylisch aussah, ich schon Frauen angesprochen habe und trotzdem die Frauen mich toll fanden, dann denke ich mir manchmal so, okay, was ist, wenn ich es nicht angesprochen hätte? Dann hätte ich ihr Nein bereits gehabt und wäre nicht die Möglichkeit eingegangen, mit meinem schlechten Aussehen, meinen ungemachten Haaren rüberzugehen und sie anzusprechen. Und ja, das ist ein Indikator. Wenn du dich zu dick und zu unattraktiv fühlst, um eine Frau anzusprechen,
dann ist meine Antwort darauf, sprech sie trotzdem an, aber arbeite auch daran, worum es hier geht. Daran, dich gut anzuziehen, ist auch eine Form von Selbstliebe. Davon, Sport zu machen, abzunehmen, dich gut zu fühlen in deinem Körper, auch eine Form von Selbstliebe. Ja, natürlich, ich muss noch XYZ tun, damit Frauen mich attraktiver finden. Ja, da ist vielleicht was Wahres dran. Aber der Hauptteil ist eigentlich nur eine Ausrede. Und deswegen, mir ist ganz, ganz wichtig, was ist denn deine Ausrede? Schreib es mir runter in die Kommentare. Sage mir oder widerlege mich und sage, ich muss erst ja wirklich noch das und das und das tun. Vorher macht es ja überhaupt keinen Sinn. Vielleicht macht es ja Sinn. Schreib es mir runter in die Kommentare. Ich bin gespannt. Ich will unbedingt darauf eingehen. Grund Nummer 5. Wenn ich scheitere, dann reden alle über mich. Oder in irgendeiner Form von wegen, dann was denken die anderen über mich? Oder oh, meine Kumpels würden das bestimmt voll assi finden. Oder was denken die Freundinnen von der Frau und so weiter. Der Punkt ist der, ich habe da mal was ziemlich Krasses erlebt, als ich noch zur Schule gegangen bin. Da war nämlich der Typ, nämlich Thomas, Klassenkamerad, und der fand ein Mädel richtig heiß. Ja, und der ist dann, hat sich nicht von uns abbringen lassen, zu denken, ja, das wird doch eh nichts, wenn du sie einfach nur so fragst und so, diesen ganzen Blödsinn, den halt Menschen, die nicht selbstbewusst sind und das noch nie ausprobiert haben, von sich geben. Und er hat sich davon nicht abschrecken lassen. Der ist rübergegangen zu der Frau, die ihn wirklich interessiert hat, oder zu dem Mädel damals eher. Und die hat ihm einen Korb gegeben. Ja, die hat ihm einen Korb gegeben, hat gesagt so, nee, was soll denn das, ich mag dich nicht, du bist überhaupt nicht mein Typ und so weiter. Und wir alle, die vorher ihren Blödsinn rausgegeben haben aus diesem Mund, haben gesagt so, haha, hast gesehen, wir hatten doch eh recht und so weiter und so fort. Wir haben dann immer so, wir haben uns gut gefühlt als diejenigen, die passiv waren, weil wir wussten ja, das bringt eh nichts und jetzt wurde unsere Annahme auch nur noch bestätigt. 2 Wochen später ist auch eine andere Frau zugegangen, die ihn auch interessiert hat. Und die fand ihn klasse. Die beiden sind ein Paar geworden. Und jetzt musst du das dir überlegen, ich und meine Kumpels von damals waren dann extrem neidisch. Ja, wir haben uns das Maul zerrissen über den Typen, wie er nur so blöd sein kann, eine Frau anzusprechen und so weiter und so fort. Und jetzt hat er eine Freundin. Und was sogar noch krasser war, dadurch, dass er jetzt diese Freundin hatte, ist die Frau, die ursprünglich als erstes angesprochen hat, auch noch eifersüchtig geworden. Und wollte ihn auf einmal auch. Weißt du, die Nummer ist das. Und ich gebe dir auch gleich noch einen guten Tipp dafür. Wenn du einen Scheiß darauf gibst, was andere über dich denken, wirst du ein viel erfolgreicheres Leben haben. Und das ist jetzt nicht so, dass man diese Gedanken einfach ausstellen kann und anstellen kann. Das hat schon was mit Training und mit den richtigen Tools zu tun. Aber je mehr du das sein lässt, je mehr du dich von diesem sozialen Druck löst, desto glücklicher wirst du, desto schönere Menschen lernst du kennen, desto mehr machst du, was du wirklich willst, anstatt das zu machen, was andere von dir erwarten. Und dieses ganze Thema, ich kann es verstehen, gerade wenn du von einer Kleinstadt kommst, also so 10.000, 20.000 und weniger Menschen, die da wohnen, dann ist das vielleicht wirklich ratsam, dass du nicht stadtbekannt als der Louis unterwegs bist, der ständig irgendwelche Frauen anspricht. Mehrfach, weil es ja nicht so viel da gibt. Aber dafür kannst du in die nächste Stadt fahren, um das zu üben. Weil wenn du geübt bist, wenn du deine soziale Freiheit hast, dann kommst du mit dieser sozialen Freiheit in deinen Kaff zurück und kannst dir vielleicht genau die Frau in Anführungsstrichen angeln, die du wirklich, wirklich willst. Und jetzt bleibt nur noch, bitte schreib mir runter in die Kommentare, was deine Gedanken dazu sind. Kann man Frauen auf der Straße ansprechen? Ja, nein. Wenn nein, warum nicht? Und da gibt es auch valide Gründe dafür, ohne Frage. Ganz häufig, das ist so mein Gefühl, ist so ungefähr ein Zehntel davon ist valide. So 4 Zehntel sind so, ja, da ist schon ein wahrer Grund dahinter, aber es sollte dich trotzdem nicht davon abhalten, über deine Komfortzone rauszugehen. Und die Hälfte ist einfach nur Blödsinn. Und in diesem Sinne, habt viel Spaß, schreibt mir unten in die Kommentare und bleib geil, bleib fly, bleib Mann.